Herzlich willkommen in einem Video über meine kleine Metal Gear Sammlung. Hier haben wir das Originalmodul von Metal Gear für den MSX2. Das ist das, was auch gerade Let's Played wird. Es ist ein bisschen anders zu der NES-Version. Da wurden, glaube ich, viele Sachen ausgetauscht. Da bin ich aber ein bisschen überfragt, weil die NES-Version habe ich so lange jetzt nicht durchgezockt. So, der nächste in dem Bunde ist... Was macht der denn hier? Dies ist weder ein Stealth-Game, noch ein gutes Game. Und auch selbst wenn er Eier aus Stahl hat, das ist mir egal. Tschüss. Der nächste im Bunde... Ach, wenn wir den sowieso gerade haben, dann machen wir den auch. Es gibt natürlich noch eine andere Stealth-Serie, die natürlich sehr bekannt ist. Da haben wir natürlich Tom Clancy's Splinter Cell. Tom Clancy, besser bekannt als die Kriegsversion von Rosamunde Pilcher. Da haben wir den ersten Teil, der ist sehr gut. Der zweite Teil ist teilweise sogar noch besser. Der dritte, um den anzuschließen, ist ein bisschen actionorientierter. Gefiel mir nicht mehr ganz so sehr. Und jetzt kommen wir zum bösen Bruder dieser Serie. Ich glaube, bei dem vierten Teil haben die gar nicht mehr gewusst, was sie da tun. Das war absolute Katastrophe und egal auf welcher Version, ich mag ihn nicht. Ich mag ihn wirklich nicht. Der letzte Teil im Bunde ist natürlich dann Conviction. Conviction ist auch schön, macht auch eine Menge Spaß und ja, kann auch ganz gut gespielt werden. Ist vielleicht ein bisschen leicht geworden, ist aber noch okay. So, kommen wir zur richtig klassischen Serie. Da ist das Original Metal Gear Solid. Einmal das Original-Game und einmal das mit VR-Missionen, wo man 300 zusätzliche virtuelle Missionen hat. Kann ich nur empfehlen, ist nach meiner Meinung das beste Metal Gear, was man bekommt. Und dieses Gesamtpaket sollte man eigentlich haben. Kommen wir dann zum Remake auf dem GameCube, die Twin Snakes. Ein sehr gutes Remake, vielleicht ein bisschen zu überstylisch, ein bisschen zu überdramatisch inszeniert, aber es ist genauso gut wie der erste Teil und hat noch ein paar Cutscenes mehr, die Musik wurde remixed. Man kann es eigentlich nur empfehlen. Das ist für, vor allem auch wenn man einen Würfel hat, sollte man dieses Game auch definitiv haben. So, machen wir es mal in der richtigen Reihenfolge. Da haben wir dann Metal Gear Solid 2 plus... Die Erweiterung Metal Gear Solid 2 Substance. Die Version solltet ihr dann eher nehmen, weil da habt ihr noch ein bisschen mehr dazu. Ich meine, gut, ob man jetzt Solid Snake als Skateboardfahrer haben will, das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Ich brauchte jetzt nicht unbedingt eine Tony Hawk-Version davon. Aber, mein Gott, man freut sich. Bei diesem Teil ist es so, der Abschnitt mit Snake, der ist gut, der macht sehr viel Spaß. Der Raiden oder Raiden-Part ist katastrophal. Ich kann mit der Figur nichts anfangen und da bin ich, glaube ich, nicht ganz allein. Deswegen ist das für mich so ein Mischmasch. Da bin ich nicht ganz so mit zufrieden gewesen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Snake Eater. Snake Eater ist die Vorgeschichte von Big Boss. Also hier geht es gerne nochmal weit zurück. Das ist also kein Nachfolger, sondern ein ganz, ganz, ganz weites Prequel. Subsistence ist der Teil, wo auch Metal Gear 1 und 2 drauf ist, allerdings nicht die MSX-Version, um das gleich schon mal vorwegzunehmen, aber hier habt ihr die auch drauf, das heißt, das ist auch wieder die Version, die ihr euch zulegen solltet. Snake Eater ist ein tolles Spiel, viele finden es gut, ich bin kein Fan der Vorgeschichte, aber gut, ich bin auch nicht so unbedingt einer, der wissen wollte, was Big Boss früher als Naked Snake gemacht hat. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, auch seine Liebschaften waren mir total egal. Der letzte im Bunde, der aktuelle Teil, Metal Gear Solid 4. Ein gutes Spiel, ein nettes Spiel, allerdings nicht das, was ich von Metal Gear erwarte. Das ist mir einfach ein bisschen zu actionorientiert, ein bisschen einfach merkwürdig. Es packt zwar ganz gut die Geschichte zusammen, aber es ist nicht das, was ich als Fortsetzung haben wollte. Und Metal Gear Rising, was jetzt auch kommt, ja, brauche ich wahrscheinlich auch nicht. Dann gibt es noch in der kleinen Gruppe noch so kleine Teile. Für die PSP. Einmal so ein grafisches Comicbuch. Ich weiß gar nicht mal, wo ich das aufgegabelt habe für ein paar Cent, aber das braucht man jetzt auch nicht. Und die Metal Gear Acid-Teile würde ich auch nicht empfehlen. Portable Ops und Peace Walker habe ich mir selber noch nicht angesehen, sollen aber wesentlich besser sein für eine PSP. Die sind hier so eine Mischung aus Strategie und Kartenspiel. Ist ganz nett, kann man sich mal angesehen haben, aber ist nicht mein Genre. Also bin ich kein großer Fan von. Und damit möchte ich jetzt, nachdem ich einfach mal das wichtigste Modul nochmal einfach in die Kamera halte, damit auch dieses kleine Video
über die Metal Gear Sammlung beenden. Ich danke fürs Zusehen.